Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Mein Thema für heute ist überraschenderweise in 2020 immer noch aktuell. Und obwohl viele versuchen, das zu ändern, ist das Thema sehr fraglich. Heute geht es um Frauen, die in technischen Bereichen studieren oder auch arbeiten. Viele Punkte darüber haben wir schon. Wenn ihr das wissen wollt, schaut das Video weiter an. Könnt ihr euch vorstellen, welche Reaktionen eine Frau bekommt, wenn sie zum Beispiel sagt, dass sie Elektrotechnik studiert oder studieren will? Alles, was gesagt wird, ist meistens gut gemeint. Also zum Beispiel sagt einer, wow, du bist eine Frau und du machst Elektrotechnik, das ist ja super. Aber ja, ist das echt was Gutes, wenn jemand glaubt, dass ich nicht dazu gehöre, aber trotzdem mache ich das gut? Ist das okay für uns Frauen, wenn jeder glaubt, dass solche Bereiche nur männlich sind? Und ja, also bis jetzt glauben auch manche Frauen, dass sie dazu auch nicht gehören, dass sie auch einfach mit Mathematik nicht gut genug sind oder mit Physik auch nicht gut genug sind. Ist das immer noch was Echtes? Denken die Frauen das immer noch, dass sie nicht gut mit Mathe sind, weil sie nur Frauen sind? Ist das trotz allem, was gemacht wurde und alle die Gesetze, die schon erstellt sind, noch ein Thema? Und wenn ja, wieso ist das so denn? Das und noch mehr bespricht mit uns die Frau Maya Tragmann, eine Referentin am Abteilung Gleichstellung und Diversity. Was ist diese Abteilung überhaupt? Welche Angebote die insbesondere an Frauen haben? Das erklärt sie auch dazu. Warum das Thema Frauen und Gleichstellung an der HTWG? Mein Name ist Vera Maya Tragmann und ich bin an der HTWG die Referentin für Gleichstellung und Diversity. Der Frauenanteil beträgt an der HTWG 34% und während in Studiengängen wie Kommunikationsdesign, Architektur und BWL der Frauenanteil bei 60% und mehr liegt, beträgt er im Bereich Bauingenieurwesen gerade mal noch 30% und im Bereich Elektro- und Informationstechnik ungefähr 10%. Das ist natürlich viel zu wenig. Wobei die spannende Frage eigentlich darin besteht, warum ist es eigentlich so? Warum studieren so wenig Frauen MINT? MINT steht übrigens für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Es gibt mittlerweile bundesweit ganz viele Initiativen, die das ändern wollen und die versuchen, Schülerinnen schon ganz früh für Technik zu begeistern. Wobei ein wesentlicher Punkt dabei ist, dass es immer noch die Vorstellung gibt, Technik, das ist nichts für Mädchen, das ist doch was für Jungs. Da sind wir dann beim Thema Rollenklischees und Vorurteile. Wobei, ich will damit gar nicht sagen, dass alle Frauen plötzlich MINT studieren sollen. Das sollte gar nicht so sein. Aber es sollte so sein, dass jede eigentlich die Wahl hat, das zu studieren, was sie interessiert und vor allem auch das, wo ihre individuellen Stärken liegen. Zuletzt, das war sehr interessant, habe ich mit Studentinnen von so einer HTWG gesprochen, die sich im Rahmen eines MINT-Mentorings für Schülerinnen engagieren und da selbst Mentorinnen sind. Und die habe ich mal gefragt, wie seht ihr das eigentlich mit dem Thema Frauenförderung? Ist das für euch ein alter Hut oder könnt ihr damit was anfangen? Und sehr spannend fand ich, als sie dann erzählten, wie es bei denen zu Hause war oder auch im Freundeskreis, als es darum ging, ja, zu sagen, für welches Studienfach sie sich entschieden haben. Und dass sie da doch des Öfteren zu hören bekamen, hä, du willst Technik studieren, du willst Informatik oder Maschinenbau studieren, da hast du doch ganz viel mit Mathe zu tun, das kannst du doch gar nicht. Und das, obwohl die eigentlich in Mathe immer gut waren und das in der Schule auch mochten. Dann haben sie noch erzählt, dass ihre Kommilitonen auch seltsame Bemerkungen gemacht haben, so von wegen, was studierst du hier jetzt eigentlich, so ein anstrengendes Studium, warum tust du dir das an und wenn du fertig bist, dann willst du nur noch in Teilzeit arbeiten und für deine Familie da sein oder was? Womit ich jetzt gar nicht sagen möchte, dass alle, die ein MINT-Fach studiert haben oder überhaupt ein Studium absolviert haben, unbedingt in Vollzeit arbeiten müssen. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass sie die Wahl haben sollte, zu entscheiden, was für sie gut ist, was sie machen möchte und dass sie nicht durch einschränkende Klischees daran gehindert wird. Sind die nicht längst gleichgestellt? Steht es nicht auch im Grundgesetz? Doch, das tut es. Trotzdem gibt es noch Ungerechtigkeiten auf dieser Welt und deshalb besteht auch immer noch Handlungsbedarf.
Solange es zum Beispiel so ist, dass unbezahlte Pflege- und Erziehungsarbeit immer noch überwiegend von Frauen geleistet werden, solange es so ist, dass Frauen für die gleiche Arbeit, die sie tun, weniger Geld bekommen als Männer, ist es immer noch ein Thema. Solange es immer noch traditionelle Einschränkungen gibt für Frauen, ist es immer noch ein Thema. Alle Menschen sollten die gleichen Rechte und Freiheiten haben, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft, einer Behinderung, ihrer sexuellen Identität oder Orientierung. Gleichstellung und Diversity setzt sich dafür ein, dass Menschen nicht aufgrund ihres Aussehens oder der eben genannten Merkmale in Schubladen gesteckt werden. Und vor allen Dingen dürfen sie nicht irgendwie schlechter behandelt oder beurteilt werden. Wie denken wir zum Beispiel darüber, wenn eine Frau ein Kopftuch trägt? Das ist in unserer Gesellschaft immer noch ein Thema. Wir kennen diese Frau nicht und in den meisten Fällen kennen wir die Gründe nicht und meinen aber trotzdem beurteilen zu können, warum sie das macht. Was tun wir? Neben individueller Beratung bieten wir immer wieder berufsvorbereitende Seminare und Workshops an. Das machen wir teilweise speziell für Frauen, aber oft auch im Rahmen des Studium Generale für alle Studierenden. Es gibt ein Mentoring-Programm für Studentinnen in höheren Semestern für den Berufseinstieg. Dabei bekommen Sie Mentorinnen aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus der Industrie an die Seite gestellt für ein Jahr, um von ihr und ihren Erfahrungen, die sie da gemacht hat, profitieren zu können. Neu ist an der HTWG das MINT-Mentoring für Schülerinnen. Dabei ist es so, dass unsere Studentinnen die Mentorinnen sind und interessierte Schülerinnen für ein Semester begleiten und da ganz viele Einblicke geben können, wie das Studium konkret aussieht. Da gibt es ganz viele Informationsveranstaltungen, Orientierungsformate, an denen die beiden teilnehmen können, aber auch selber individuell absprechen können, wie sie ihre Mentoring-Zeit bestreiten wollen. Außer mir gibt es noch meine Kollegin Grit Roth, die leitet die Familienservicestelle, die berät Studierende mit Kindern oder Schwangere und führt auch an der HTWG das Ferienprogramm durch. Ja, und außerdem bin ich noch an der HTWG die Ansprechperson, die weibliche Ansprechperson. Es gibt auch eine männliche für Fragen im Zusammenhang mit sexueller Belästigung, Diskriminierung und Mobbing. Da gibt es an der HTWG eine Satzung, die konkret regelt, was erwünschte und nicht erwünschte Verhaltensweisen sind und wie vorzugehen ist, wenn da jemand schlecht behandelt wird. Genau. Wie die Frau Meier-Dagmann schon gesagt hat, sind wir Frauen nur weniger als 10% von der gesamten Anzahl der Studierenden an RI. Aber woran liegt das? Aus meiner persönlichen Erfahrung und Frauen, die ich schon kenne, glauben die meistens, dass sie nicht gut genug für Mathematik sind oder dass sie nicht gut Logik denken können. Die sagen immer, dass sie vielleicht besser was mit Sprachen oder mal etwas mit Kunst gemacht hätten, lieber als was technisch. Auch glauben die, dass sie vielleicht keine Chance haben, wenn es so viele Männer gibt, die sehr qualifiziert sind. Viele glauben auch schon, dass es kein geeigneter Job ist und dass es auch vor nachher mit der Familie nicht passen würde und ja alles. Aber ja, wieso soll das immer so sein? Also ja, wenn man so nachher arbeiten will, dann kann man einfach suchen und dann wählen und dann ja, so wie viel Zeit habe ich, dann schaue ich und dann finde ich einen Minijob oder einen Job, der für mich selber passt. Das mit Mathematik glaube ich auch nicht so sehr. Ich sehe es so, dass Leute, die früher als Kinder nicht sehr toll mit Mathematik waren, werden nachher nicht unbedingt so super mit Physik sein. Aber ja, das hat mit Geschlecht nichts zu tun. Es hat nur mit unserer Persönlichkeit oder vielleicht mit was wir früher in unserer Familie gelernt haben, wie wir es gemacht haben, wie man so ist. Aber ja, von Geschlecht hängt das nie ab. Sehr wichtig ist, dass wir auch immer daran denken, dass keiner mit Kenntnissen geboren ist. Also jeder, der jetzt viel weiß, hat viel gearbeitet, viel Mühe gegeben und auch viel gelernt. Und das gilt nicht nur beim technischen Bereich, sondern beim alles. So, wenn ich was studieren will oder sowas lernen will, soll ich erst so suchen im Internet, in Büchern oder auch viel fragen. Und so lerne ich besser und dann werde ich auch qualifiziert. Kunst mag ich so sehr. Und deshalb dachte ich früher, dass ich vielleicht Architektur studieren sollte. Für mich war es aber nicht ganz geeignet und deshalb habe ich zu EI, also zu Elektroinformationstechnik, gewechselt. Und
Ja, also weil ich mich dran sehr interessierte, also immer habe ich das. Und ja, also jetzt fühle ich, dass ich hier sehr passend bin, obwohl ich viel gehört habe, dass ich vielleicht nicht viele Chancen bekommen werde, weil ich eine Frau, die Ausländer ist, die mit Kopftuch ist und das alles, was jeder immer sagt. Aber ja, bei mir spielt es immer keine Rolle. Für mich ist es nur wichtig, dass ich gut lerne und danach eine Ingenieurin werde. Und so wird das mein Traum. Und ja. Zum Schluss würde ich sagen, dass es nie sowas gibt, was nur für Frauen oder was nur für Männer geeignet ist. Es ist so, dass jeder, der arbeitet oder der viel Mühe gibt, bekommt viele Chancen, nichts mehr. Und das hängt nie vom Geschlecht ab. So, deshalb sage ich noch einmal, folgt ihr Träume, immer, irgendwelche Träume, auch die schwere. Und bis zum nächsten Vlog, bleibt gesund und ciao.